Herzlich willkommen zum Feierabend. Hallo Franz. Hallo. Hallo Fritz. Ja, oh, was ein Theater, du. Ja, da ist das Bild. Ja, da ist das Bild endlich. Sehr gut. Herzlich willkommen. Wir spielen heute grob drei Spiele, haben wir uns so vorgenommen. Wir haben noch ein viertes in der Hinterhand. Und ich glaube, heute könnten eventuell auch mal ein paar mehr Leute sogar noch da sein. Denn wir haben das jetzt das erste Mal heute ein bisschen im größeren Rahmen angekündigt, haben gesagt, dass es das gibt. Also herzlich willkommen für alle, die das noch nie jetzt hier irgendwie mitbekommen haben, zum Feierabend. Das ist so unser kleines, wir probieren Spiele aus Programm, weil ständig immer neue Spiele bei uns aufschlagen und wir kaum die Zeit haben, das mal alles ein bisschen durchzuprobieren. Du bist aber kurz. Ja? Was denn? Hattest du den Twitch-Chat auf? Hattest du Twitch auf? Das hat sich gerade gedoppelt. Hab ich Twitch auf? Mal schauen wir noch kurz, weil wir haben jetzt die ganze Zeit noch Sachen überprüft. Nein, habe ich nicht. Dann hörst du mich okay, vielleicht. Okay, dann war ich das. Nee, dann war ich das, Verzeihung. Genau. Alles gut. Wir probieren hier auch mit der Technik immer noch eine ganze Menge Sachen durch. Es wird ganz schön durcheinander gehen, aber das haben wir ja auch schon, ich glaube, eine Million Mal angekündigt. Und los geht's heute mit We Happy Few. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts, oder? Ich habe es nur quer gegoogelt, wie es meine Aufgabe ist. Vorbildlich. Das passt super, weil ich habe es auch noch nicht irgendwie... groß gespielt, ich habe nur den Prolog mal ein bisschen reingeguckt, ob es technisch läuft. Es läuft technisch, das gibt es jetzt seit Montag oder Dienstag im Early Access Programm von Steam und für die Xbox One. Das ist hier die PC-Version und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Franz sieht bei mir das Bild als Bildschirmübertragung, damit er da ein bisschen schneller im Zweifelsfall dran ist und er guckt auch ein bisschen in den Chat und sagt dann, ja, da müsste ich kurz nochmal, ne? hast du heute schon viel Koffein zu dir genommen? Ich habe vorhin tatsächlich einen Red Bull getrunken, weil ich letzte Nacht so kurz geschlafen habe und heute so früh ins Büro gegangen bin, dass ich dachte, scheiße, ich penne ein. Deine Sprachtaktung ist ungefähr doppelt so hoch wie sonst. Oh, okay. Das ist ja auch ein bisschen, weil ich nervös bin, weil wir haben das vorher noch nie irgendwie mal größer angekündigt. Und vielleicht für alle, die neu dabei sind, ganz klare Ansage nochmal, das ist kein so richtiges offizielles GameStar-Programm im Sinne von, wir testen jetzt so richtig und das ist so ganz offiziell. Es ist einfach nur so, wir sind fertig mit der Arbeit, also das ist nichts... offiziell von der Arbeit gemacht ist. Wir machen zwar auf dem GameStar-Kanal, weil wir halt auch die Codes benutzen von der GameStar, aber es ist eigentlich wirklich so ein von wegen, ja, wir kommen nach Hause und probieren Spiele aus und wissen teilweise dann vielleicht auch gar nicht irgendwie viel drüber. Das ist, also wer jetzt hier die super tiefen Analysen oder so erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht, muss ich jetzt mal so sagen. Soll ich einfach mal starten? Mal kurz. Ist eventuell mein Bild eingefroren? Dein Bild von deiner Kamera? Nein, das dürfte eigentlich laufen. Okay, dann liegt das an mir. Dann drücke ich mal hier auf New Game. Es gibt das ganze Ding bis jetzt nur auf Englisch. Kommt natürlich später dann noch eine deutsche Version. Und es ist hier auch nur eine von den drei Charakteren drin, die es geben wird. Genau. Und man kann hier einschalten, ob man Permadeath haben will, ob man den Prolog spielen will. Jedes Mal aufs Neue quasi. Der ist nämlich ein geradlinig geskripteter Abschnitt und ob man hier diesen Second Wind haben will, das ist, damit man nicht sofort stirbt. Also da wird man einmal vielleicht getötet, aber dann hat man nochmal so eine Chance, aufzustehen und nochmal wegzukommen. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Und das ist von... Genau, ganz kurz. Ja, ja, sorry, ich wollte noch kurz. Wir haben scheinbar einiges an neuer Zuschauerschaft, die letzten Male nicht dabei waren. Hallo. Für die Frage, wer Grummelfranz ist, so sind wir nämlich gerade begrüßt worden. Grummelfritz. Achso, das müssen wir auch noch sagen, ne? Ja. Genau, der warte mal, pass auf, wir machen. Nicht, dass wir jetzt vielleicht zu doll ins Spiel reinlaufen. Ich glaube, es dann kommt. Dann gucken wir den an. Aber nee, Moment, ich kann Continue drücken. Also, wir können es mal kurz vorstellen, oder? Dann sag du doch mal, wer du bist. Also, der Fritz arbeitet bei der GameStar. Nein, ich bin der Franz. Ich habe 2008 war ich bei der GameStar. Ich war Trainee, als Fritz Praktikant war. Daher kennen wir uns und lieben wir uns. Und wir sind irgendwie in Kontakt geblieben und haben dann in letzter Zeit aus irgendwelchen Gründen zusammen Let's Plays gemacht auf unseren jeweiligen privaten Kanälen. Genau. Und hatten dann die famose Idee, dieses Programm hier auf die Beine zu stellen bei unserem jeweiligen Feierabend. Ich bin nicht mehr offiziell bei der GameStar. Ich bin mittlerweile Medienpädagoge und tummel mich immer noch so im Interwebs. Und Fritz, wer bist du? Ja, ich bin Redakteur bei der GameStar und mache das auch schon eine ganze Weile. Aber wie ich in der News auf der GameStar gerade schon geschrieben habe, die Vorstellung, dass man als Spieleredakteur die ganze Zeit Computerspiele spielt, die ist leider sehr, sehr falsch. Man kommt sogar sehr, sehr wenig dazu.
Und genau deshalb wollten wir dieses Programm machen, weil man kriegt zwar immer sehr, sehr viele Spielecodes und Vollversionen und Zeug und man sieht ständig Sachen, man ist oft in Kontakt mit Entwicklern und denkt so die ganze Zeit, oh, man würde das aber gerne zeigen und tralala und mal ausprobieren und man hat aber nicht die Zeit dafür. Und wir sind beide vom Typ ähnlich, dass wir sehr neugierig auf neue Spiele sind, vielleicht jetzt nicht ewig lang dabei bleiben, aber wir sind immer sehr neugierig, was es so gibt und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal so ein Format, wo wir auch, wenn ihr gerne möchtet, euch mitnehmen und ja, schauen mal, wie es so läuft. Würde ich jetzt genau, sagen. Und die Idee ist, dass wir neue Spiele spielen. Wenn die einen Koop-Modus haben, spielen wir den zusammen. Das haben wir die letzten Male so gemacht. Wenn die nur Singleplayer sind, spielt momentan Fritz die. Ich kann ihm live zugucken, das heißt, ich kann mitkommentieren. Ich versuche mich heute aber auch mal ein bisschen mit um den Chat zu kümmern und so. Genau. Und ja, wir planen auch Multiplayer-Events mit euch, quasi mit den Zuschauern, würden wir gerne machen. Und wir wollen gerne Entwickler einladen, die uns ihre Spiele zeigen und dann könnt ihr da auch Fragen stellen. Also es gibt eine ganze Menge und das Schöne ist, mit der GameStar, mit dem Namen GameStar, hat man ziemlich guten Zugang und wir hoffen daher, dass wir euch ein schönes Programm bieten können. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie einfach. Ich versuche sie zu lesen. Wenn ich sie nicht lese, dann schreibt sie lauter. Und jetzt sind wir bei Fritz zu Hause an unter folgender Nummer. Jetzt sind wir bei We Happy Few und wer die sind und was damit auf sich hat, gleich mehr. Happy is a country with no past. Motto hier. Oh. Mein Gesicht hier so groß. Oh, heavens no. Ich hatte eigentlich die Untertitel angemacht. Aber vielleicht sind die auch noch gar nicht drin. Ich glaube, er summt auch bisher nur, oder sie? Er hat eben gerade Oh Heavens No gesagt, weil er irgendwas abgelehnt hat oder gut fand. Oh, Harry Potter! Das hat so ein bisschen den Bioshock-Vibe, ne? When life annoys, top up your joy. So, jetzt habe ich die Wahl, ob ich diese Pillen nehme oder eben, ob ich mich erinnern will. Denn diese Pillen unterdrücken Erinnerungen. Was denn jetzt? Was du war im Chat war instant. Nimm die Pille! mache ich vielleicht in einem zweiten Durchgang mal. Jetzt würde ich es erstmal noch nicht nehmen. Wir sind übrigens dieser Arthur Hastings, sind hier so ein Mitarbeiter und das ist die einzige Figur, die man in der Early Access Version spielen kann. Es gibt noch zwei weitere und die kriegen auch komplette Stories, aber das ist in der Early Access Version genau wie seine Story noch nicht drin. Ich drücke mal Hold to Remember. Ganz cool, wo du gerade dabei bist, wird das deutsche Texte kriegen? Ich glaube ja. Also es kann sein, dass es vielleicht nur deutsche Untertitel kriegt. Ach schau mal, da jetzt sind auch Untertitel da. Bin mir nicht ganz sicher, das Vorgängerspiel von denen, ob das deutsche Sprachausgabe hatte. No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Snug as a mug on a drug. Das finde ich schön. The power cell's empty. Well, what will you do? Muss ich mal ganz kurz nachgucken, weil ich schon wieder vergessen hatte. Wie das Vorgängerspiel hieß, was die vorher gemacht haben. Das war das Contrast. Was ich sehr, sehr schön fand, war vom Stil sehr, sehr nett, war spielerisch so ein bisschen mittel. So, jetzt nehme ich mal hier diese Energiezelle raus und kann mir eine neue besorgen. Ich finde den Look halt total geil, ne? Also dieses schöne 60er-Jahre-Design. Stell mal auf. Ah, nee, ich habe keine Pause. Woran erinnere ich das denn hier an Bioshock?
Und Bioshock und auch so ein bisschen hier, wie hieß denn der 70er-Jahre-Shooter? Dieser Flower-Power-Kram mit der Protagonistin. Ach, No One Lives Forever. Ja, genau. Soll da nicht ein Remake kommen? Oder? Nee, das, also wenn da ein Remake gekommen, angekündigt worden wäre, dann würde ich hier nur noch mit geplatztem Kopf sitzen. Also, Dann ist das eine Mod oder irgendwie sowas. Guck mal bitte nochmal rechts auf das Schild. Auf das hier? Das, ja. Genau, das ist der Arthur. Arthur. Employee of the Month. Und der Ort, wo wir hier sind, das ist Wellington Wells. Und sie hat ja gerade eben schon gesagt, hier, hast du deine Pillen nicht genommen? Ja, ja, doch, ich habe meine Pillen genommen. Wir sind natürlich in England. Ich habe meinen Vater's common touch. So could you just pretend that I know how to motivate you? Ach so, jetzt müssen wir die neue Energiezelle zack und schnappen. Packen wir die mal hier rein. Das ist wie gesagt hier so ein geradliniger Prolog-Modus, wo man so ein bisschen in die Welt eingeführt wird. Ja, da hören wir es schon. Ist so eine ganz ungefährliche Umgebung ist das nicht. Also wenn da eine Ausgangssperre herrscht. Und jetzt habe ich die Wahl. Ich kann diese Dokumente entweder zensieren oder nicht. Das macht, glaube ich, aber erstmal nicht. Ich akzeptiere die jetzt mal alle. I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Und eigentlich ist aber sollen wir dafür sorgen, dass die Leute eben keine schlechte Erinnerung haben. Dann ist ein bisschen an Soma. Das habe ich nie weit gespielt, weil es bei mir so schlecht. Nee, nicht das Spiel, sondern die Droge. Okay, dann kenne ich die Droge nicht. Ist das nicht Soma von George Orwell? Ach so, von 1984. Ja, das ist doch Soma, oder nicht? Diese quasi, alle Leute sind friedlich und... Ich muss gestehen, ich habe das nie gelesen, weil ich die Geschichte ja schon kannte. Und deshalb weil du auch nie in der Schule warst, oder? Ja, aber pst, das muss ja keiner wissen. Es kann übrigens sein, dass es so ein bisschen wirkt, als würde es leicht ruckeln. Ich spiele es im Vollbild-Fenstermodus, damit ich das Bild dem Franz übertragen kann. Ich glaube, geht im richtigen Vollbild ein bisschen flüssiger. Okay, nochmal ganz kurz eine technische Sache an alle Menschen, die zuschauen. Oh, Aldous Huxley, das Brave New World. Stimmt. Stimmt. Das wiederum habe ich, das habe ich aber witzigerweise gelesen. Das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber es ist auch schon wieder so lange her. Weiß es auch nicht mehr. Ganz kurz, liebe Menschen im Chat, wenn jemand schreibt, bitte irgendwas lauter machen, könntet ihr anderen dann kurz sagen, ja oder nein, damit wir das wissen. Weil gerade kam die Anfrage, was denn lauter machen? Kurz lauter zu machen. Das Spiel? Ja, ich kann das ein bisschen lauter machen. Warte mal einen Moment, ich hab's ja hier im Fenstermodus. Ich hatte es ein bisschen leiser gedreht gehabt, weil ich befürchtet habe, dass es zu laut ist. Aber ich drehe es jetzt mal auf 75% hoch. So, jetzt haben wir hier, Moment, ein bisschen Briefe. So wahnsinnig doll muss man auf diese ganzen Story-Elemente jetzt hier am Anfang noch gar nicht eingehen, weil die eigentliche Story ist im späteren vollen Spielen dieser Early Access-Version noch gar nicht unbedingt drin. Man kann hier, wie gesagt, diese Eröffnung finden und weiß auch schon, dass der Hastings irgendwie so ein bisschen was mit seinem Bruder da in der Vergangenheit eigentlich, eine Erinnerung hat, die er lieber vergessen würde. Man kann hier auch die ganze Zeit noch die Dings verändern, die Texte. Und hier sieht man auch diese Joy-Pillen. Und hier ist er nicht unbedingt begeistert von uns, der Kollege hier mit dem Hastings-Bild. Nehmen wir das Papier mit. So. That little shit. He wants my view. Also die Leute sollen eigentlich hübsch sein, aber die sind auch, also sind nicht unschuldig. So ist nicht. Also die machen nicht nur die ganze Zeit nette Sachen. Sieht man hier schon, die Prudence ist schon eine ganze Weile weg. Da schweben schon die Fliegen um das verdorbene Obst rum. Man kann sich hier diese Maschinen noch angucken und kriegt so ein bisschen Infos über das Weltgeschehen im Grunde genommen. Er hat ein bisschen was über die Nachkriegszeit. Oh!
Wer ist der Booger-Booger-Mann? Ja, das weiß ich nicht genau. Sieht irgendwie aus wie einer von der, ich würde im Zweifel sagen, einer von der Regierung. We seem to be a bit behind in our work, now that you mention it. Er sieht jetzt auch, weil er die Droge nicht nimmt, nach und nach immer mehr, wie es wirklich aussieht in der Welt, ne? Und das hier ist, ich weiß nicht genau, wie der Arzt heißt, aber der hat auch irgendwie einen Namen. Und von diesen Videos gibt es ganz, ganz viele im Spiel. Davon haben sie dutzende Videos aufgenommen. Und der bestimmt mehr oder weniger so ein bisschen die Lebensvorstellung von den Leuten. Das ist ein schönes Schild. There you are. You nearly missed the pinata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Come on, hit it, hit it. Sie hat eine Reitgerte. Give it a whack. Hit it. You are off your joy. Take one of mine. What's that? Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Take your joy. Das ist schon so geil mit dem British English. Das ist schon so super. Also wir sind jetzt so ein Downer. Also wir sind jetzt einer, der die Drogen nicht nimmt. Und das ist natürlich gar nicht beliebt hier in der Welt. Genau, es gab eben kurz die Frage für jemanden, der später gekommen ist, worum es im Spiel geht. Ja, das spielt in einer Welt, wo die... Wow. Schnell weg hier. Das läuft übrigens automatisch, diese Sequenz jetzt hier gerade. Ja, das spielt in einer Welt, wo die normalen Bürger, die anständigen Bürger, alle auf Drogen sind. Also ein bisschen wie bei Equilibrium, dass sie gefügig gemacht sind und alles immer ganz toll finden und so. Und dann gibt es aber auch welche, die diese Drogen nicht nehmen und die gelten dann so als Downer. Und die sind natürlich so die Geächteten. Die sehen dafür aber dann die Welt auch so, wie sie wirklich ist. Hier in dem Bild sehen wir das schon. Auf der linken Seite ist quasi so, wie die Welt jemand auf Droge sieht. Und auf der rechten Seite ist, wie sie wirklich, also ganz verfallen und runtergekommen. Wie sie wirklich ist. Und man kann dann wohl im Spiel auch die Droge später selber nehmen und dann ändert sich auch die Umgebung irgendwie so. Also so war das ein bisschen in den Trailern. Aber links ist doch viel cooler. Christ. I can't believe I'm still alive. More or less. Ow. Feels like I lost an argument with a train. I can't go back. I've got to get out of here. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man vielleicht in der Vollversion erfährt man vielleicht, wie man hier gelandet ist, weil es ist ja ein bisschen komisch, dass man von der Polizei da erschlagen wird und dann ist man hier in so einem Hideout. Das ist jetzt hier so noch nicht drin. Sie haben gesagt, das wird wahrscheinlich frühestens Ende des Jahres dann fertig werden. Aber der Stil gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja, ne, ist auch echt hübsch. Und jetzt habe ich hier ein Save und ich habe ein Inventory und es ist vom Gameplay her ist es eigentlich über weite Strecken wie ein zufallsgeneriertes Survival-Spiel. Also die Umgebungen, bis auf diese Prolog-Umgebung, sind die Umgebungen zufällig erstellt. Aber ich hab's, also ich weiß es auch nicht weit. Also ich kenne auch nur das, was ich so ein bisschen aus Videos kenne. Jetzt ist hier halt irgendwie, kann ich was essen und dann Gesundheit und Inventory Expansion Pack. Warte mal. Das kann ich mal X für Use, dann habe ich eine zusätzliche Reihe von dem Inventory. Hier oben habe ich meine Infos, da sieht man auch, was man anhat. Einen zerrissenen Anzug und das macht jeden verdächtig, also jeder ist dann verdächtig dir gegenüber, außer die Bewohner von diesen verfallenen Gebieten. Also wenn du später in eine richtige Stadt und so kommst, dann werden sie sich wundern, warum du so komisch aussiehst. Das mögen sie gar nicht. Und wir sehen hier unsere Stats. Also ich habe Hunger, ich habe Lebenspunkte, ich habe hier diese Joy-Anzeige, wie doll ich auf Droge bin. Ich habe, glaube ich, Durst und ich muss mich hinlegen zum Schlafen. Ich habe ein bisschen Sachen craften, ich habe eine Karte und ich habe hier hinten ein Journal, zu dem man gerade noch nicht hingeht. Du spielst so jetzt gerade auf dem PC, aber mit dem Gamepad, richtig? Genau, ich spiele gerade auf dem PC mit dem Gamepad, okay. Genau. Man kann es auch ganz normal mit Maus und Tastatur spielen. It's Mrs. Stokes. Oh. Stokes hat sich gegen diese Welt entschieden.
Hattest du die Entwickler angeschrieben, dass wir heute streamen? Fragt jemand. Nee, wieso? Also ich hatte über eine Plattform den Key angefragt. Okay. Aber ich hatte vorher mit den Entwicklern geschrieben und Bescheid gegeben, dass wir was machen. Aber also ich habe jetzt nicht irgendwie groß an die Glocke gegangen. Genau, wenn sich das Format hier ein bisschen etabliert, wenn das klappt, wenn ihr weiter zuguckt, dann ist ja der Plan, wie gesagt, das halt auch mal mit Entwicklern zusammen zu machen. Ja. Bitte, danke schön. Ich habe auch schon die ersten Anfragen raus. Also das sollte durchaus klappen. Und vielleicht wird es dann auch immer cooler. Vielleicht kriegen wir dann auch mal große Namen und so. Mal schauen. Um das kurz zu Ende zu erzählen, übrigens, was ich eben erzählt habe, Soma ist natürlich, wie wir alle wissen, eine Fähre im westafrikanischen Gambia. Okay. Nein, es ist auch eine fiktive Droge in Aldous Huxleys Brave New World. Ich habe mich vertan. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist hier übrigens dieser ich glaube nicht Dr. Jack oder so heißt der, ich bin nicht ganz sicher. Genau. Das ist halt schon vom Stil halt total geil. Aber ich mache ihn mal aus, dass er uns nicht so zwischenlabert. Hier, ich kann so ein paar Sachen durchsuchen. Ich nehme mal hier die Spritze mit und die Klamotten und die Bandage. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ah, das ist verschlossen. Jetzt versuche ich mal hier rauszukommen aus dem Safehouse. Exit Safehouse. Mich erinnert es tatsächlich auch ein bisschen an Fallout noch. Auch wenn die Epoche natürlich nicht ganz stimmt, aber so dieses... Ja, aber das ist ja nah dran. Ne? Ja. Und Fallout ist ja eine eher technisiertere 20er-Jahre-Kiste irgendwie. Nee, 50er ist das, glaube ich. 50er, Fallout ist 50er. Stimmt, die Mucke ist ja auch. So, und jetzt sind wir hier in der offenen Welt. Und die ist wiederum, wie gesagt, zufällig erstellt aus bestimmten Bausteinen natürlich. Genauso wie die, also auch die Quests und so, die werden zufällig platziert. Und die hängen teilweise an so Bauelementen. Und ab hier, ich habe keinen Schimmer, was wir jetzt hier so im Großen und Ganzen machen sollen, ne? Also, wir gucken jetzt einfach mal. Ah, but where's Kilroy when you need him, eh? Things fall apart. The center cannot hold. And everywhere. The ceremony of innocence is drowned. Okay. Rodney ist nicht so froh. Bitte? Rodney war nicht so glücklich. Ja, vielleicht sollte er mal eine Pille nehmen. Eine Pille einschmeißen. Ist das denn jetzt hier, sind das jetzt Leute, sind das auch Downer? Das sind auch Downer oder Wastrels oder wie die heißen. Also die Welt, die man vielleicht ein bisschen mehr aus dem Trailer kennt, wo das alles so hübsch ist, wo die dann alle diese Lachmasken aufhaben. Das ist quasi, ich glaube, das ist da hinten. Ich muss hier theoretisch irgendwie über eine Brücke rüber. Und warte mal, ich kann mal, nee, Moment, hier auf die Karte gucken. Irgendwo, genau, hier muss man über diese Brücke rüber, aber das Gebiet muss ich natürlich erstmal. Und ich glaube, der heißt tatsächlich irgendwie Dr. Jack, dieser Doktor. Der Doktor. Ich bin der Doktor. Es gab gerade noch die Frage, wird es zum Release eine Story haben oder ist das nur Survival? Ja, das hat, genau genommen hat es 3 Stories. Es gibt 3 spielbare Charaktere, in der Early Access Version gibt es nur einen. Und die haben dann auch so eine Story, die in diese prozedurale Welt hereingesetzt ist. Go bother some bees. Jetzt hier in der Version ist diese Story bis auf den Prolog noch nicht drin. Okay, jetzt haben wir eine Mission bekommen. Wir sollen den Honigbaum finden und ihm Honig bringen. Damit wir hier durchkommen, damit er uns hier durchlässt. Durchs Honigtor? Genau, wie gesagt, also es wird dann eine Story haben. Ich kann nicht sagen, wie gut die ist, wie spannend die ist, weil das weiß man halt noch nicht. Und die Elemente, die bis jetzt hier so drin sind, das sind wohl so zufällig platzierte Quest-Elemente, die immer mal wieder irgendwo unterschiedlich auftauchen können. Ich habe heute auch ein bisschen quer gelesen, jetzt nicht doll, aber so ein bisschen quer gelesen, wie die erste Resonanz so ist. Also jetzt sind jetzt hier so ein paar Übertragungen. Aber das ist, glaube ich, nichts Richtiges. Die Response war so, ja, es ist ganz cool, so vom Stil, vom Look und von Grafik und so, aber es ist wohl in Sachen Gameplay und seiner ganzen Mechaniken noch sehr unausgereift. Also es ist wirklich ein Early-Access-Spiel, wo man einfach, zugucken kann, wie es sich entwickelt. Und mit ein bisschen Glück entwickelt es sich gut. Man sieht hier schon, die ploppen die ganze Zeit, Quests auf. Irgendwas war, ich soll die belauschen, oder? Stand da gerade Eavesdrop oder sowas? Eavesdrop Couple? Ich habe nur gerade in den Chat geguckt. Warte mal, ich schau mal kurz in meinen Questlog. Genau. Prinzipiell, wir machen zwischen den Spielen, also wir haben ja heute vor, 3 Spiele zu spielen. Und wenn ihr Fragen allgemein habt zu dem Format hier und was wir spielen sollen und sonst was,
könnt ihr das am besten nach einem Spiel fragen oder so, oder? Findest du das nicht so schlau, Fritz? Ich finde das schlau, was ich mir da gerade ausgedacht habe. Dann muss ich ja was dagegen sagen. Nee, oder soll ich, nee, ich könnte, also, wir könnten jetzt auch einfach ins Spiel quatschen, aber ich glaube, bei dem Spiel ist jetzt vielleicht nicht so, ganz so schlimm, weil es ist ja nicht tolle Story und im schlimmsten Fall kann ich dann behaupten, ja, ich konnte mich ja nicht aufs Spiel konzentrieren, habe deshalb so schlecht gespielt, weil du mich so abgelenkt hast. Also hier ist das... Okay, also wir können das natürlich auch sammeln, ich vergesse das, aber da müsstet ihr mich nochmal dran erinnern. Ich soll Pilze sammeln, und zwar stealthy, also so, dass man es nicht sieht. Und toll. Reach St. George's Home, das ist auf der anderen Seite. Jetzt muss ich aber irgendwie Pilze erstmal. Aber wie. Ah, ich kann mich hinducken. Ah, okay, alles klar. Man kann auch kämpfen und sowas. Und, ach, genau, ich glaube, man kann sich so tarnen. Das habe ich schon mal in einem Video gesehen. Also, du hast doch gegen die. Du hast doch gegen die Pinata schon gekämpft. Stimmt. Und ja, habe ich gewonnen. Habe ich die. bezwungen. So. Blut für den Blutgott. Ich habe die gewonnen. War mega eklig eigentlich die Szene, ne? Wenn man sich das vorstellt, ja, fand ich dann irgendwie. Aber cool gemacht so als Eröffnung, ne? Um so ein bisschen so zu erzählen, okay, was ist da falsch an dem ganzen Ding. Ich guck mal ganz kurz hier zu diesem Haus da hinten, zu dem Hexenhaus. Überleg dir, das Problem ist, ich bin halt mega vergesslich. Ich überleg die ganze Zeit, woran mich das Interface erinnert. Irgendwie kommen mir diese Icons bekannt vor. In irgendein Survival-Spiel? dieses eine. Ja gut, wenn du da gerade rumläufst, Doom zu spielen, Fritz wollte, glaube ich, mal, es gibt doch diesen Hand in Arme und Waffe in der Mitte Mod, oder? Das ist keine Mod, Funktion? Das ist ein neuer Spiel, ist eine neue Option, die sie eingebaut haben. Das wollte ich nur mal irgendwann zwischendurch mal kurz zeigen, das ist eigentlich ganz cool. Könnte ist. Sein, dass es mal kurz kommt, aber hier geht es ja eher darum, neue Spiele vorzustellen. Ja, oder also was ich auch schon ein bisschen überlegt habe, ist, dass wir bestimmt auch mal ein bisschen Programm machen, so nach dem Motto, besondere Szenen ausspielen oder so ein Zeug. Vielleicht mal einen coolen Level, weil ich spiele auch immer noch verhältnismäßig viele so Retro-Sachen oder ältere Sachen. Und ich will demnächst auf jeden Fall mal diesen geilen Floßfahrt-Level aus dem King Kong-Spiel zeigen. So ein bisschen so, wenn wir Speicherstände haben von coolen Spielen, da mal hinzugehen und zu sagen, okay, wir zeigen die einfach mal, weil das cool war, weil man es mal gesehen hat. Schlag war, das Spiel heißt We Happy Few. At least there are flowers out here. Welcome to the Special Operations Executive. You're the new agent, aren't you? Alfie, what's his name? Great. Here are the other agents. This is Charlie Croker, Jack Carter, Gondel Bromhead, Joe Bendeleur, and Nigel Powers. But we're missing Peachy. Peachy Carnahan. He's been kidnapped, and you have to rescue him, all right? Brilliant. Here's everything you need to rescue Peachy. Jetzt haben wir was zum Aufbrechen und wir sollen Peachy retten. Und Peachy ist eine Puppe, wenn ich das jetzt hier hinten... Das waren seine Agenten, ne? Right? Ja, genau. Here's Peachy. You have to bring Peachy. Ich habe jetzt natürlich, das ist auch alles immer zufällig passiert, ne? Ich habe keinen Schimmer, wo das ist oder so. Und ich glaube, ich kriege auch keine großen Hints auf der Karte. Moment. Das ist schon der maximale Rauszoom. Da sehe ich nur meine Hauptaufgabe. Maybe I should find a bed. Ach genau, jetzt muss ich mich theoretisch auch schlafen legen. Weil ich. Er hat eben, der gähnt schon ein bisschen länger, ne? Das ist ganz cool. Ja, ja, das geht sogar recht schnell. Gefühlt geht es mir sogar ein bisschen zu schnell. Ich mag das immer nicht, wenn das in den Survival-Spielen so irre schnell geht, dass die Leute so hungrig werden und durstig werden. Gut, so geht es mir im richtigen Leben auch. Ich werde auch mal ganz schnell müde, aber muss ja nicht im Spiel so. Ja, das sowieso immer. Man sieht jetzt hier auch, was ich minus kriege. Na, trink doch was. Ist doch Feierabend. Dafür ist er da. Nee, mach ich ja. Ich trinke hier meinen Kaffee aus meiner Tasse. Sehr vorbildlich. Heute kein Bier, seht ihr mal. Zur Eröffnung. Wir fangen ganz brav an. Man sieht jetzt hier. Ich trinke aus meiner Tasse. Ach so, okay, dein Bier. Weiß ich nicht, das hat niemand gesagt. Man sieht jetzt hier, ich bin müde und bin deshalb, ist mein maximales Stamina, was ich verbrauche beim Kämpfen oder beim Rennen, halt 20% reduziert. Diese ganzen Stats-Sachen sind jetzt nicht so, dass man dann automatisch gleich verhungert oder so, sondern es reduzieren sich die Werte so ein bisschen prozentual. Das ist übrigens der Dr. Jack oder Onkel Jack, der das erzählt. It actually took place. And some people say it actually took place in our very own Hamlin. But who knows? The past is deep and dark and filled with mists and strange things that move in the night. It's best not to go into it.
Oh, das ist jetzt gerade spektakulär. Von wo haben wir denn den Namen Feierabend geklaut? Fritz hatte den Vorschlag, wir sollen das Feierabend nennen, und ich fand die Idee witzig, aus dem Feier ein Feier zu machen. Gibt's das schon? Gibt's das? Das wäre aber unangenehm. Vor allem, es wäre auch super kreativ. Es wäre super kreativ, wenn es das schon gäbe, dass da noch niemand drauf gekommen wäre. Es ist tatsächlich auch so, dass wir beide nicht gegoogelt haben, oder? Nee. Gesuchmaschine. Aber ich habe auch nicht groß gedacht, dass das jetzt ein Name wäre, wo ich jetzt darauf achten muss, ob der Google-technisch gut gefunden wird oder so. Weil, ist ja egal. Ich kann hier noch keinen Lockpick bauen, da fehlen mir noch Metallstücke. Oh, schau mal, ist richtig dunkel geworden. Hast du gesehen? Ja, und du bist auch ganz schön sleepy. Ja, ich bin, es ist spät und ich bin müde. Und ich soll hier diese Truhe aufkriegen. Man sieht hier schon, diese ganzen Sachen sind natürlich dann so zufällig in die Welt gesetzt, ne? Also diese komische Truhe, die hier merkwürdig sitzt. Oh, und jetzt gibt's Polizei. Ja, jetzt ist wohl die Polizei draußen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich auch keine Waffe dabei. Mal gucken, ob ich hier irgendwas. Nee. Wir hören jetzt natürlich nicht irgendwie groß bei der Story mit, ne? Also. Du hast mich natürlich auch immer automatisch mit einem britischen Akzent, ich finde das immer cool. Hier haben wir Bandages. Ach so, okay, es gibt. Okay. Was denn? Es gibt scheinbar einen Streamer, der so heißt. Ja, da konnten wir jetzt nicht drauf achten. So. Das war keine Absicht tatsächlich, wir wussten es nicht. Wir wissen übrigens, das wird euch immer wieder auffallen, wir wissen unfassbar viel nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man kocht. Das weißt du aber im Notfall. Falls uns was passiert. Ich brauche mal ein bisschen Metallstücke, dass ich mir hier einen Lockpick bauen kann. Oh, ich höre was. Hörst du? Grober Zeitplan ist, ja, wir haben 3 Spiele und 3 Stunden. So nach einer Stunde ungefähr gibt es einen Wechsel. Ja, denke ich mal auch. Wir müssen uns auch noch ein bisschen einpendeln mit den Zeiten. Also es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, okay, wie viel Zeit brauchst du in so einem Spiel, wie viel gibt das her, wann wird es irgendwie vielleicht langweilig? Wir wissen ja auch immer nicht genau, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht ist das auch einfach ganz großer Rubbish und dann spielen wir es halt nur 10 Minuten. Vielleicht ist es mega geil und wir spielen es den ganzen Abend oder so. Auf Dauer werden wir bestimmt irgendwie mal schauen, dass wir vielleicht dann auch mal so ein bisschen, dass ihr dann auch mal irgendwie wählen könnt, wenn wir mal irgendwie einen Special-Abend zu einem Spiel oder so machen. Dass wir dann sagen, okay, das fanden wir irgendwie cool, dann machen wir dazu irgendwie mal noch einen ganzen Abend mal irgendwie ein bisschen längeres. Vielleicht so ein richtiges klassisches Let's Play. Ich muss irgendwie ein bisschen Material finden, aber ich bin ein bisschen orientierungslos. Was ist denn das jetzt hier? Das merkt man gar nicht. Halten Sie bitte an dieser Stelle Ihren Mund! Ach, schau mal, hier könnte ich buddeln, aber ich habe keine Schaufel dabei und die Hände will ich nicht schmutzig machen. Konntest du nicht blau drücken? Wofür war dann gerade blau? Ich kann nicht so blau machen. Ja, aber hier, brauche eine Schaufel. Jemand sagt, wir finden unten im Bunker, finden wir genug Fritz für einen Lockpick. Oh, okay, im Bunker. Ich weiß nicht, ob Fritz die Einheit ist, aber vielleicht geht's auch um dich. Warte mal. Kinder, Satzzeichen retten Leben. Oh, hier gibt's Minen. Warte mal. Danger, Mines. Danger, Mines. Ach, schau mal, das kann ich sogar abmachen. Wir schauen auch gleich nochmal kurz in die Basis. Oh, jetzt werden wir immer müder. Ja, du bist aber auch hart unterwegs. Ja, sollten wir mal ins Bettchen. Mir geht das zu schnell mit dem müde werden. Warte mal, kann ich mich hier hin? Ich kann mich nur hinsetzen und lesen. Weil schau mal, das ist doch ein Sessel, in dem man auch mal die Augen zumachen kann. Du vielleicht? Ich bin früher in der Schulkantine am Mittagstisch eingeschlafen und das ging ohne Probleme. Das Aufstehen war dann immer lustig, weil ich habe es immer erst beim zweiten Klingeln habe ich immer erst gehört und bin dann aufgestanden, natürlich immer umgefallen, weil mir die Beine in der Zwischenzeit eingeschlafen sind. Was hast du denn mit der bösen Lehrerin, die euch... Ja! Was war das denn? Die Geschichte, weißt du noch? Dieses von wegen, ihr dürft euch das Essen nicht teilen und diesen ganzen Scheiß. War das die Geschichte? Ja, das war das, genau. Das hast du bei The Forest mal erzählt. Ja, die war eine blöde Kuh. Der Wahnsinn. So eine beschissene Logik auch von der, furchtbar. Vorsicht, da ist eine Tripmine, ne? Okay. Ich hab's ihr gesagt. Ich hab's gesagt, ja. Hat die was dabei? Loot! Maximum Loot. Rotten Potato und a Branch. Scheiße. Ist dabei. Was sagst du denn so? Nee, weil einfach wir beide so lootgeil sind. Oh, was ist das für ein rotes Auge? Das ist, glaube ich, er sieht mich, aber er geht jetzt nicht vorwärts. Das siehst du, ne? Ja, aber ich hatte gehofft, sie läuft jetzt hier vielleicht rein in die, aber ich glaube, sie lösen die. Ah, doch, sie löst die. Oh, den Stock! So nehmen wir den Stock! Ja, da läuft das Spiel weiter. Ich komme nicht so schnell ran. Warte mal. Ich warte. Ich warte.
Oh, schau mal. Was hast du denn gegen Mowgli? Wow. Ups. Oh. Da brauchen wir, glaube ich, einen Arzt. Der Kopf ist in die Erde reingegangen. Ja, aber hast du das gesehen? Die Stamina ist jetzt eingeschränkt. Also weil ich so ermüdet bin, siehst du, ich habe unten nur noch den halben Stamina-Bar. Lunge. Ja, hier ist nur noch die halbe Lunge da. Deshalb Kinder nicht rauchen. Ich habe nur noch eine halbe Lunge. Du kannst jetzt auch nicht mehr fliegen übrigens. Was? Habe ich mal gehört. Ich habe in einem Schmuckladen einen Mann getroffen, der nur noch eine halbe Lunge... Opa, eine Trip-Mine. Obacht, eine Trip-Mine, wollte ich sagen. Ist auch nichts drin, warte mal. Ich duck mich mal drunter, wir sind ja so geschickte Schleicher hier. Schleicher. Ob du vielleicht mal ins Bett gehst, wir gehen doch sterben. Ja, aber ich komme jetzt nicht so. Hier ist alles zum Buddeln. Warte mal, wo ist denn mein Zuhause? Ich drück mal die falsche Taste. Das kann auch nicht. Mein Zuhause ist da, das ist ja direkt hinter mir. Moment, da gehen wir auf die andere Seite. Genau, raus. Die Spreiselbärle fragt, ob man sterben kann. Ja, du hast den Permadeath eingestellt sogar. Es ist Permadeath. Man ist dann tot. Genau, und es ist, Moment, dann müssen wir da lang. Ja, jetzt gehen wir richtig. Und man hat quasi, wenn man diese Second Wind Option einschaltet, dann hat man nochmal eine Chance. Dann wird man niedergeschlagen und ist verletzt und dann ist das Bild schwarz und dann hat man wohl nochmal eine Chance. Das habe ich aber noch nicht erlebt, keine Ahnung. Aber das haben sie im Livestream mal irgendwie auf der E3, haben die Entwickler das ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Oh, schau mal, hier können wir was trinken. Erstmal was trinken. Und diese Umgebungen erstellen sich dann auch halt immer wieder ein bisschen neu. Klar sind natürlich immer so dieselben Bauelemente, aber die Struktur ist immer ein bisschen anders von den Karten. Und das ganze Spiel soll wohl so... Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung... Oh, das wurde aber schnell hell. Holla. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das irgendwas mit so... Es kann so bis zu 5 Stunden dauern, bis man da durch ist. Was natürlich mit Permadeath ganz schön krass ist, ne? Weil da musst du von vorne anfangen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen weniger. Wo ist denn unser Zuhause? Ach, schau mal, hier ist die... ist ja super. Hier ist die U-Bahn-Haltestelle und dann ist hier auch schon unser Zuhause. Oh, hallo? Hallo, Entschuldigung, junger Mann. Sie sind hallo. Was ist denn da los? Ich glaube, es hackt. So, und was ist jetzt hier? Hier, sagt ihr jetzt, hier ist noch was. Aber warte mal, ich kann erstmal sleepen. Erstmal sleepen. Maximum sleepen. Gehst morgens um 4 ins Bett, wie sich das gehört. Du stehst nachmittags um 4 wieder auf, wie im echten Leben. Wie ein normaler Samstag. Du bist mega hungrig übrigens. Ja. Oh, da unten ist eine Flasche. Oh, Grapefruitsaft, oder? Was war das? Ist nix. Hier komme ich nicht ran an das Zeug. Und hier ist noch irgendwo was. Oh, warte mal, hier ist eine Wasserflasche. Hier ist nichts. Und irgendwo ist hier noch ein Stash, oder wie? Nee, das ist... Ach, hier sind noch... Ach, schau mal, hier ist auch noch Metallstücke. Oh, leckere vergammelte Pilze. Mmh, das sind die besten. Und jetzt gibt's auch, schau mal, jetzt gibt's auch neue Sachen, die wir bauen können. Oh, ist ein bisschen verrottet. Was es in dieser Welt gibt? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das auch einfach nur zu lange liegen lassen. Ach, das ist kaputt. Warte mal, können wir den Branch benutzen? Wir einen Branch Manager. Moment. Was ist denn das, immer die falsche Taste zu drücken? Ach, schau mal, den haben wir sogar schon, den Stick. Weil wir den jetzt hochgenommen haben. Wie schalte ich den dann an? Ach, schau mal, mit der rechten Schultertaste mache ich den an. Dann kann ich mich dahinter verstecken und ich kann auch mal zuhauen. Wenn du Federn dran machst, wird er schneller. Und wenn du falsches, Zähne dran machst, wird er lauter stärker. Falsches Spiel. Könnten wir eventuell die junge Frau mit dem gelben Hut abhängen? Nee, geht nicht. Wir können die nur durchsuchen. Okay, ich glaube, glaub, so jung war die Stoke nicht mehr. So jung war. Oh, warte mal, jetzt muss ich aber ganz kurz... Sag mal, also das ist ja... Ist ja nicht zu fassen mit dem falschen Taste drücken. Das sind Rotten Mushrooms, aber das habe ich. Ich glaube, ich kann nicht essen. Ess die jetzt mal. Im Moment, das ist die falsche Taste. X ist für benutzen. Und? Ja, siehst du? Ist das wohl? Das wäre mal spannend. Ist das wohl für die Leute, die auf den Pillen sind? Ist das für die wohl geiles, sick, mega fancy Essen? Vielleicht. Aber schau mal, jetzt bin ich irgendwie vergiftet. Guck mal, das Icon oben. Ja, ja. Das Icon ist ein schönes Icon eigentlich. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Feder. Damit kann man Darts scheinbar verbessern oder auch erstmal Darts bauen. Oh, schau mal, siehst du das? Mir wird schon ein bisschen übel da im Hintergrund. Siehst du das, wie das hin und her schwankt? Ich kann jetzt hier was craften und ein Basic Lockpick. Ich craft mal ein Basic Lockpick. Ach, komm, sind wir nicht so geizig, machen wir 2. Und einen Pointy Stick habe ich schon. Krass. Und First Aid Kit brauche ich noch nicht. Ich habe aber Durst. Ich glaube aber, vorm Haus war eine... Allerdings, oder? Eine Pumpe, eine Wasserpumpe? Hier.
Ich hätte vorhin, glaube ich, länger drücken müssen an der Pumpe. Pump it away. So, jetzt reicht's. Wow, wow. Da dreht sich aber alles. Holla. Und es ist wieder ein Lichteffekt, über den du dich freuen kannst. Es sieht selbst bei mir hier in der Übertragung wirklich schön aus. Jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken, wo wir... Ey, das ist doch nicht zu fassen. Wo müssen wir denn hin? Also hier sind lauter... Also hier ist Wasser und hier sind Sachen, wo wir buddeln können. Und hier gibt es Minen. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung ein bisschen weiter und klären mal das Gebiet so ein ganz klein bisschen auf. Man kann es übrigens, man kann wohl schon einen Durchlauf tatsächlich machen. Also es fehlen immer noch so Gameplay-Elemente und Inhaltselemente vor allen Dingen. Aber man kann schon bis zum Ende des Spiels kommen. Oder zumindest bis zum Ende eines Durchgangs. Das geht wohl schon. Schau mal, hier scheint auf der Karte irgendwie ein Haus zu sein, was man looten kann. Oh, Duct Tape, das ist in jedem Survival-Spiel das wichtigste Element ever. DuckTales. Hast du gehört? Die haben jetzt auch, die kriegen irgendwie, werden neu aufgelegt mit einem neuen Look. Die DuckTales? Mhm. In einer neuen Comic-Serie. Sehr skeptisch. Das glaube ich jeder. Es gab doch auch ein Remake von dem Nintendo-Spiel. Von dem Spiel, ja. War das ein Nintendo-Spiel? Ich glaube, das kam damals für verschiedene Plattformen. Fand ich echt, das war, wo man gut. Onkel Dagobert gespielt hat und der ist immer mit seinem Stock auf die Gegner gegangen. Ja, genau. Das fand ich nicht so gut. Ich hatte das damals für ein Game Gear. Ja, dann war es aber nicht Nintendo. Hallo? Nee. Game Gear war das von Sega, was ungefähr 50 Batterien pro Sekunde verbraucht hat. Tatsächlich. Also man kam mit dem Wechseln kaum hinterher, bis ich mir dann irgendwann das Ladekabel gekauft habe. Aber es war in Farbe. Bis du irgendwann mal Strom hattest. Schau mal, jetzt sind wir hier an der Kante von der Welt, an der Seite. Ich bin immer noch ganz schön krank, aber ich glaube, jetzt ist vorbei. Gleich ist die Krankheit vorbei. Deshalb merken, niemals verrottete Sachen essen, auch wenn sie noch so lecker aussehen. Mm. Apropos Krankheit. Ja, was kommt jetzt? Das ist schon kein guter Anfang. Unser Publikum geht saufen. Es haben sich gerade zwei Leute verabschiedet, weil sie sich betrinken gehen möchten. Okay. Weil es irgendwo 2 für 1 gibt. Vielleicht kennen die sich. Ist das jetzt, aber heißt es jetzt, wir sind da schuld dran oder... War das so von wegen, ja, ihr habt uns in Sauflaune gebracht. Also sind wir im positiven Sinne schuld dran. Oh, es gibt, jemand hat uns schon wieder subscribed. Wir haben jetzt 2 Subscriber. Nein, echt? Danke Kronak. Wir wissen immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Wir sind dann ein bisschen Wir sind Twitch-blöd. Also wir haben noch keine geilen... hast du gerade unbeleckt gesagt? Wir haben noch keine... Nein, Twitch-blöd fand ich so gut. Achso, wir haben noch keine geilen irgendwie Belohnungen oder dass hier dann irgendwie die Showband aufsteht und applaudiert und so ein Zeug. Das müssen wir alles irgendwie erst noch lernen. Wir haben uns damit nicht so doll auseinandergesetzt. Ist mit der Showband noch nicht durch? Nee, Daniel braucht die ja immer zu Hause, sonst steht ohne Showband steht er gar nicht auf. Aber danke trotzdem. Vielen Dank. Twitch blöd. Ach, schau mal, hier gibt's irgendwelche Pflanzen. Oh, schau mal, hier, Sally's Old Toy Car. Das scheint auch irgendwie wiederum ein Quest-Element zu sein. Das war jetzt gerade, das ist ins Quest-Log gefeuert. Ja, genau. Setz dich doch mal hin und lies, bitte. Haben wir das schon mal gemacht? Ja, ich hab's eigentlich schon mal kurz gemacht, aber das ist immer nicht. Ach, das ist nur wieder... Hier, gibt eine neue Art von der Joy-Pille. Geil, Coconut. Jetzt haben wir die. Um uns zu verstecken, könntest du natürlich dir auch so eine Brille besorgen mit so einer falschen Nase und so einem Schnauzbart. Oder so Löcher reinschneiden in die Zeitung. Was ein bisschen schade ist. Die Brille. Was ein bisschen schade ist, es scheint in der Stadt jetzt hier, in dem Abschnitt, weil das ja hier so quasi. Das ist ja der ausgestoßenen Bereich. Der ist jetzt nicht sehr hübsch und man sieht es ja. Es ist jetzt nicht unbedingt die Gegend, wo du sofort hinziehen wollen würdest. Und hier scheint es keine Polizei zu geben, weil das ist denen egal. Also man müsste jetzt wohl erstmal in den eigentlichen Stadtbereich. Um zu gucken, um quasi weiterzukommen. Und da ist dann wahrscheinlich die Polizei. Oh, es gibt eine Frage. Mhm. Wenn du tot bist, auf die Karte. Ja? Bist du dann permanent tot und kannst nie wieder spielen? Kommt jemand vorbei bei dir zu Hause und zieht den Computer ab. Dann ist Computerverbot für den Rest dieses Lebens. Nee, du bist dann für den Durchgang tot. Ja, Brett. Dann musst du wieder neu starten. Und hier sind Minen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, schau mal, wir sind einmal schon rumgelaufen. Also, wir machen jetzt den alten Dungeon-Crawler-Trick, dass wir erstmal außen alles abklären auf der Karte und dann mal in Richtung nach innen gucken. Fritz kann eure Fragen nicht beantworten. Ich muss die an ihn weitergeben. Er liest den Chat gar nicht mit, weil er sich aufs Spielen konzentrieren muss.
Und das ist schon schlimm. Das läuft schon schlecht. Just a side effect that's stuck. Oh, schau mal, ich hab eine Schaufel. Aber eine alte. Na und? Da ist noch eine alte. Scheiße, ey, wir sind auf dieselbe Weise kaputt, ey, sehr gut. We're going low. So, aber das habe ich aber auch immer mit Fabian, witzigerweise. Wir haben ein sehr ähnliches Witzniveau. Ja, wir kommen halt alle aus der guten alten Toni Schweiger-Schule. Ja, das stimmt. Egal wie schlecht er muss raus. Je schlechter, ja. Ein Klo. Kann man das benutzen? Hier, da ist ein Stein drin. Da hat jemand Steine geschissen. Another brick in the toilet, ja. Ist da was drin? Nee. Ich finde es schon arg atmosphärisch. Ich hab übrigens gelesen, man soll lieber nicht in fremden Betten schlafen, weil die lassen einen zwar ausschlafen, aber die stellen sich dann vors Bett und wenn du wach wirst, dann prügeln sie sich tot. Also nicht in fremden Betten schlafen. Vielleicht haben sie es auch rausgepatcht. Auch bei Gothic. Bei was? Bei Gothic war das so. Aber haben sie sich dann geprügelt? Die haben sich dann nur aufgeregt. Hier, glaube ich, greifen sie dich an. Oh, schau mal, soll ich mal einen Takedown machen? Von hinten? Mach ja, einfach mal, weil so viel kämpfen wir ja nicht. Look, it's not you, it's me. Moment, den Dialog kenne ich doch irgendwoher. Ich kann hier den George Slinger irgendwo hindroppen. Ich versuche mal, ob das geht. Ob ich ihn ins Kämpfen... Nein, wenn du den ins Feuer wirfst, kommen da keine Knochen raus, aus denen du dir eine Rüstung probier's jetzt trotzdem aus. Oh nein, aua! Okay, also er ist nicht tot. If I'm happy on drugs, am I really happy? Is there such a thing as false happiness? But what I'm saying is there a true self? Er erzählt halt auch immer noch so ein bisschen so kleine Elemente, die einfach so zu der Figur gehören, aber das ist halt noch nicht die richtige Geschichte, ne? Also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich muss mal kurz gucken, habe ich noch was zu essen in der Tasche? Ach, schau mal, hier hinten, das haben wir schon abgegrast. Da hinten wäre eine Schaufel. Jetzt ist noch hier in dem Bereich. Ich guck mal kurz diese Ecke zumindest noch weiter. Es gibt scheinbar keine Minimap. Das fand ich ein bisschen schade, weil dadurch, dass das alles so ein bisschen gleich aussieht, verliere ich schnell die Orientierung. Ich kann jetzt hier Basic Lockpick, Bandage, also Verband machen. Ah, sehr schön. Da macht das Spiel schon den Kommentar für den Kommentar von draußen. Nee, ich fand den Enhanced Rock gut. Das ist doch, wie heißt denn dieses andere Survival-Spiel? Rust. Geschärft. Da fängst du doch mit deinem Companion Rock an, quasi. Echt? Unter diesen Stein. Das habe ich noch nicht gespielt. Proper Suit. Schau mal, ich habe eine Proper Suit, die kann ich anziehen. Und dann, glaube ich, wundern sich ein bisschen die Leute hier bei mir in der Umgebung, warum ich das anhabe. Aber, zack. Aber ich weiß nicht, ob sie mich gleich... Ich glaube, angreifen tun sie mich nicht gleich. Oh, okay, aber das mögen sie nicht. Also hier, jemanden mit einem guten Anzug, das mögen sie gar nicht. Oh, ich glaube, da wurde sie gerade sogar schon ein bisschen aggro, weil er hat die... Schau mal, die ist schon aggro. Siehst du das? Die ist in Aggro-Stance mit ihrem Besen. Nur, weil ich einen Anzug anhab. Oh, ja, typisch. Hast du dir nicht Hemden machen lassen? Ja, und dann ziehe ich sie doch nicht an. Ich wollte in meiner Mission erwachsen zu werden, mehr Hemden tragen. Und dann habe ich sie doch nicht angezogen. Oh, was ist denn hier hinten? Hast du die Quest oder was? Werd endlich erwachsen. Everybody must get stoned. Was ist ein Encounter? Okay. Ach so, au. Aua! Oh, warte mal. Oh, hier ist ein Buch. Crafting no longer requires rank 1. Oder nee, du kannst das jetzt ohne die Station machen quasi. Warte mal, da war auch gerade eine... Ich glaube, die können nicht kriechen. Aber hier ist eine Joypille. Ich nehme jetzt mal eine Joypille. Nur mal zum Gucken. Ich will nur mal ausprobieren. Aber die... Ich weiß nicht, wie viel Joy das macht, wenn die auch... Schau mal. Es ist ein bisschen farblich anders. Guck mal, jetzt sind sie wieder Freunde. Oh, nothing sticks to you, does it? Tatsächlich. Okay. You look like a bed and breakfast. You're not the bloody help, are you? Aber es wäre natürlich cool gewesen, das jetzt mal in der Stadt zu sehen, also in einer anderen Stadt zu sehen.
Also in einer anderen Umgebung, weil hier ändert sich jetzt nicht so viel, außer dass die Farbgebung halt ein bisschen anders wird, ne? Ich stand da gerade, Trespassers will be stoned. Du hast jetzt deinen Anzug ausgezogen, oder? Nee, ich hab den umgezogen. Schau mal, siehst du, okay, ich hab jetzt den proper Suit an. Und den anderen, den kaputten, habe ich ausgezogen. Geh mal kurz auf die Feder bitte. Ich fand den Tooltip eben sehr cool. Das ist keine Feder mehr, das ist ein Dart. Nee, daneben, links daneben. Ach, hier. Ja. Missing the Bird. Das ist ja geil. Warte mal, ich esse mal kurz was. Was ist das hier? Das ist Durst. Ja, wir streamen doch gerade. Das ist auch Joy. Ich glaube, ich kann das hier essen. Oh, das bringt so gut wie gar nichts. Ach, warte mal, da gibt es noch ein Quick-Use-Menü. Lassen wir die mal schnell. Das ist jetzt nicht viel, was es bringt, aber was soll's. So ein bisschen. Oh, schau mal, aber jetzt hier. Oh, das ist aber schön. Ne? Also. Die Lichtstimmung gefällt mir. Eigentlich ist das. Nicht. Oh, schau mal. Doppelter Regenbogen. Das kann man eigentlich nicht gutheißen, dass einem hier die Drogen. Also in Australien kommt das bestimmt nicht raus wegen dem Drogenthema. Tatsächlich, ja, die sind ja wirklich. Die hatten doch sogar mit den Stimpaks von StarCraft. Ja, das ist. Und hier, Bioshock war doch auch Stimpaks. Schau mal, jetzt ist vorbei. Und vor allen Dingen, jetzt bin ich auch down. Jetzt bin ich total down. Das ist halt, nach dem High kommt halt das Down. Und dauert halt jetzt eine Weile, bis es mir wieder gut geht. Oh, ist er. Eat, drink and be merry, for tomorrow you may be in the Garden District. Was ist denn wohl im Garden District? Du hast mega Hunger übrigens. Oh, I'm in a bit of a pickle. Look, I seem to have been a little bit stabbed. You wouldn't happen to have a bit of healing balm? Ach, schau mal, ich kann ihn heilen. That feels so much better. Had a bit of a disagreement with the missus. Look, I know I'm being rather a pain, but I'm still a tad bleeding. You wouldn't happen to have a bandage you can spare? Es ist gerade kein Dialog. Also im Chat kam gerade die Frage auf, ob das immer nur wir beide zusammen machen. Und ich hatte jetzt nicht geantwortet, weil der Kollege hier gerade so viel erzählt hat. Und jetzt hat aber gerade die Ninja festgestellt, dass es uns beide immer nur zusammen geben kann, weil wir geheimerweise an unseren Unterkörpern zusammengewachsen sind. Bis nach Bielefeld. Haben wir das übrigens schon gesagt? Du sitzt in Bielefeld, ich sitze in München. Das stimmt. Wir haben sehr lange Unterkörper. Nee, ich habe das auch schon in die Dings reingeschrieben. Wir haben das halt jetzt, wir fangen das jetzt halt an, weil das ist so ein bisschen so ein kleines unter dem Radar. Oh! Ups! Trap Chest, ja. Aber ist es immer, wird das immer explodieren? Warte mal, das machen wir lieber nicht. Das machen wir halt die Bahn. Ja. Aus. Das ist ja fies. Es wird sicherlich auch mal mit anderen Leuten stattfinden, das ist zumindest mein Plan so ein bisschen, aber. Wir haben das ich ja bin halt völlig austauschbar für Fritz. So ist er. So ist er halt. Wir haben uns das halt so ein bisschen ausgedacht, beziehungsweise uns ein bisschen das Grundkonzept so ein bisschen überlegt. Aber ich glaube, das ist gar keine Heilung, sondern. Scheiße, was ist denn jetzt hier? Das ist Health. Es ist keine Heilung, sondern Scheiße. das wäre, wenn ich bluten würde, hätte ich das nehmen müssen. Wie gesagt, also wir haben uns das so ein bisschen überlegt, wie wir das machen wollten. Und. Es ist ja für uns auch ein Freizeitprojekt. Also es ist ja nichts, wo wir jetzt irgendwie von der Gamestar einen Auftrag kriegen. Also wir machen das in unserer Freizeit nach der Arbeit. Und ich kann jetzt auch nicht zu einem Mitarbeiter, zu einem Redakteur gehen und sagen, hier, ja, du machst da jetzt mit. Ich hoffe drauf, dass es vielleicht dann so läuft, dass genug Leute sagen, ey, sie wollen ja, haben da auch mal irgendwie ein cooles Spiel und wollen es mal zeigen, wollen mal irgendwie mitspielen oder wenn man mal was im Koop oder Multiplayer oder wenn irgendwie ein interessanter Entwickler sich mal anmeldet oder so. Das ist so ein bisschen so der Dreh, auf den ich auf langzeittechnisch hoffe. Wie sich das vielleicht ein bisschen etabliert. Wir wollten auch ein bisschen gucken in der ganzen Technik, weil das ja mit diesen zwei Leuten, wo dann einer zuguckt und dann aber den Stream vorher schon übertragen bekommen muss und trotzdem muss es von zu Hause aus funktionieren, das ist alles so ein bisschen das Bild dann, bitte. Im Experimentstatus. Nee, andere Seite. Hinter dir. Warte. Das sieht voll cool aus, da mit den Kindern. Oder mega creepy. Aber die Leute beschäftigen sich hier. Ja, also wie gesagt, vielleicht nächste Woche kannst du irgendwann an einem Tag nicht, ne? Irgendwie, auch schon mal, ein Cricket-Schläger. Oh, ein Cricket-Schläger. Inventory voll. Moment, dafür schmeißen wir was raus. Den alten Anzug, den braucht kein Mensch. Den essen wir. Weiß. Aber es ist, Conformity, okay. Warte mal, wie sind die Werte vom anderen?
Achso, nee, das zieht der ab. Okay, das ist, da ist er schlechter als der andere. Ja, komm, den schmeißen wir jetzt weg. Drop. Zack. Ah, nee, muss man gedrückt halten. Muss man kurz warten. Nee, nächste Woche kannst du eventuell an einem Tag nicht. Und da habe ich schon einen Kollegen Philipp gefragt, damit ich dich mit einem anderen Philipp ersetzen kann. Unseren Community Manager, weil wir vielleicht eine Runde Star Wars Battlefront spielen wollten. Nee, weil ich wollte nicht austauschen, ich wollte wegschmeißen. Sorry. Drop. Zack. So, und jetzt können wir den nehmen. Ist immer noch voll. Wie, achso, der braucht wahrscheinlich einen 6er-Slot hier. Moment. Machen wir das mal dahin. Dann nehmen wir den und. Kann ich nicht durch die Waffen durchwechseln? Ah, nee, ich muss ihn equippen. Okay. Ach, schau mal, ich krieg später auch einen zweiten Waffenslot. Für einen zweiten Stock. Gibt's denn Schusswaffen? Schau mal hier. Weißt du das? Da bin ich gar nicht ganz sicher, cool, ob es Schusswaffen später gibt. Keine Ahnung. Ich glaube fast nicht. Vielleicht, also Steine und sowas gibt's natürlich, ne? Ich glaube Schusswaffen nicht. Ich sterb jetzt hier auch weg. Ich, wie gesagt, ich finde das ein bisschen. Oh, Toxic Waste. Da braucht man eine Gasmaske. Mir geht das zu schnell mit dem aus der Puste kommen, mit dem müde werden und so. Ich bin nicht so der Riesenfan von diesen Elementen bei so einer Art von, ja, doch ein bisschen Erkundungsspiel. Ist ja gerade Fritz. Kannst du da nochmal gucken? Ja, warte mal. Ich dachte nicht gerade Fritz. Ich weiß nicht, ob er das... Das zeigt er nicht an. Geh nochmal zu dem anderen. Nee, Fitz. Nee, Fitz. Ah. Was völlig anderes. Das ist völlig anders. Nee, das mochte ich zum Beispiel in diesem Sci-Fi-Erkundungsspiel von letzten. Incapacitate the Runner. Wer ist denn der Runner? The Solos Project. Da konnte man sich nämlich einstellen, wie viel Survival-Element drin sein sollte. Und das fand ich ganz cool. Oh, schau mal, der läuft wie der Dings. Wie der. Scheiße, und jetzt habe ich keine Puste. Der macht das wie der Dings. Wie heißt er denn? Na, der Hase aus Alice im Wunderland. Der sagt da auch immer. I'm late to a very important date. Sagt er doch auch immer. jemand hat's im Chat schön zusammengefasst. Ich sterbe vor Hunger und vor Durst. Ach, schau mal, man kann doch davon sterben. Ah. Was? Dann trinken wir jetzt Alkohol. Zack. Nein, jemand hat das schön zusammengefasst. Bei das Problem bei Survival-Spielen ist, dass man 3 Minuten rumläuft und schon ist man halb verhungert, durstig und hat 50 Grad Fieber. Ja, genau. Ja, das ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen, ich finde das zu doll in den meisten Survival-Spielen. Habe ich jetzt gar nichts mehr. Ninja fragt, ob wir vorhaben, einen Discord-Kanal aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, was ein Discord-Kanal ist. Weiß deswegen ich auch ja. Nicht. Zwei. Macht man das wir jetzt wollen so? Zwei Discord-Kanäle aufmachen. Zack. Licht an. Wir wären jetzt übrigens am Limit. Das passt auch ganz gut, weil schau mal, ich bin gestorben, weil ich hatte nichts mehr zu essen und ich hatte nichts mehr zu trinken und ich war jetzt ein bisschen fertig. Dann könnten wir jetzt mal, ja, was ist denn dein Fazit? Was würdest du denn sagen? Ich find's ganz cool. Wie gesagt, ich hatte jetzt ein bisschen quer gelesen gehabt, dass viele auch schon gesagt haben, ja, es ist halt am Gameplay alles noch sehr, sehr ein bisschen schwierig. Ich finde die Orientierung auch immer noch ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne irgendwie eine kleine Minimap oder sowas, weil die Landschaft doch nicht unterschiedlich genug ist, zumindest von den Elementen, die bis jetzt drin sind, dass man sich richtig gut orientieren kann, weißt du? Also es waren jetzt viele Abschnitte, wo ich so dachte, da sieht doch jede Ecke gleich aus. Ich wäre auch gerne mal in ein anderes Gebiet natürlich noch gekommen, weil später sehen halt die Umgebungen eher so aus wie jetzt hier in diesem Menü. Und ich bin wenn ich weiß, dass so eine Early Access Spiele Story-Elemente haben, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel gerne Pause machen. Oder vielleicht, also nicht allzu lange das noch spielen, weil ich glaube, Michi wollte es auch nochmal mit mir spielen. Und dann eher eine Pause machen und warten, bis das in ein paar Monaten fertig ist. Mit den anderen Figuren drin, mit den anderen. Ich muss ja da zur Kamera gucken, wenn ich gucke mal zu dir. Da! Weil ich dann irgendwie gerne sehen würde, wie wäre es mit den Story-Elementen. Aber ich mag halt den Style. Und du? Ja, das wäre jetzt, ne, ich hab's ja nicht selber gespielt, ich habe ja nur zugeschaut und ich muss auch sagen, ich find's optisch wirklich schön, ich weiß aber auch nicht, ob es meins ist. Oh. Wegen vom Gameplay her oder vom ganzen, also weshalb? Jetzt? Also warum ja, ob's deins wäre? Weiß ich nicht, ob das ist, also ich muss ja auch gestehen, mich hat selbst Bioshock auch nicht so hundertprozentig gepackt.
Ich brauche immer so eine skurrile Mischung, die ich irgendwie cool finde. Dafür gibt es aber Sachen, die andere Leute total scheußlich finden, die ich wieder cool finde. Also deswegen, ja, ich bin, ja. Also kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn es fertig ist, glaube ich. Glaube ich auch. Also man natürlich, wer es unterstützen möchte und so, kann es gerne jetzt schon kaufen. Wer aber vielleicht tatsächlich so eine schöne am Stück Erlebnis haben will mit einer Story, der sollte vielleicht noch warten. Andererseits, mein Gott, also ich tippe mal drauf, dass das schon ein cooles Spiel werden könnte. Gameplay-mäßig wird es vielleicht so ein paar seine Ecken und Kanten immer noch behalten, weil es auch mit prozeduralen Sachen ist immer sehr, sehr schwierig. Und das Vorgängerspiel, jetzt nicht direkt inhaltlich Vorgänger, aber das letzte Spiel von denen, das Contrast, hat mir zum Beispiel total gut gefallen, weil es vom Style cool war. Vom Gameplay hat es so seine Macken gehabt, aber manchmal finde ich, wenn der Style cool genug ist, dann kann ich über Macken im Gameplay hinwegsehen. Zumindest wenn es jetzt vielleicht nicht, sagen wir mal, ein 20-Stunden-Spiel ist. Und das ist es ja nicht unbedingt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also dann ist das ist ja auch ein Erlebnis, so eine Welt zu erleben. Ja, also ich würde sagen, es war ganz nett. Dann mach mal kurz eine Pause. Das nächste Spiel war gerade die Frage. Das nächste Spiel, das seht ihr übrigens auch unterm Stream. Da ja, ich habe da so ein paar Infosachen reingeschrieben. Ja, ja. Mega. So mit Buchstaben und so. Ja, das nächste Spiel ist sehr, sehr cool. Da habe ich gestern Abend den Key bekommen, habe gleich mal 10 Minuten oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie lange es war, spät, mal kurz reingeguckt, ob es läuft, und es lief, und es ist sehr, sehr geil, und ich hätte total gern den Entwickler heute schon mit im Stream dabei gehabt, habe sie aber nicht erwischt, weil ich glaube, die wären gerne gekommen, aber vielleicht kann man das später irgendwann nochmal nachholen, dann sollen sie uns irgendwann mal später einen späteren Level aus dem Ding zeigen. Ja, deshalb sehen wir jetzt, genau, Ghost of Tale kommt jetzt, und das ist super. Müsst vom Anfang, den ich. Und sehe. Genau, für die Leute, die noch nicht da waren, wir müssen halt immer zuschauen. Wir müssen selber zuschauen. Wir müssen mal gucken, wir machen immer eine kleine Pause zwischen den Spielen, weil Fritz die Technik. Also Fritz sitzt in so einem großen Zentrum mit ganz vielen Schaltern und Steckern und der muss dann halt immer die Stecker neu einordnen. Also man ruft da an und sagt, ich hätte jetzt gerne Ghost of a Tale und da muss der so neue die Stecker neu verkabeln. Also er muss wirklich technische Sachen machen, deswegen müssen wir eine kleine Pause machen. Außerdem kann ich mir dann einen neuen Kaffee holen. Ich habe aber diesmal schon eine Werbepause vorbereitet. Und weil ich nicht wusste, was ich in der Pause zeigen sollte, weil wir noch kein Pauseprogramm in irgendeiner Weise vorbereitet haben, uns schwebt zwar schon ein paar Sachen vor, aber wir haben dann noch keine Zeit gehabt, irgendwas Witziges zu machen, mache ich jetzt voll Werbung für meinen Arbeitgeber, die GameStar, und zwar für das Heft. Und schalte jetzt für diese Sexshop-Kette? Ja, achso, genau. Nee, GameStar hast du. Ich habe dieses Bild übrigens immer noch im Kopf. Im letzten Stream sind wir auf die Idee gekommen, Sexshops per Hubschrauber auszuliefern und diese abzuwerfen in so einem Container und dann landet einfach so ein fertiger Sexshop bei einem. Bei mir um die Ecke von der Wohnung ist tatsächlich einer gelandet. Bei mir ist einer. Nur mal so als Info. Ja gut, das war's jetzt erstmal mit We Happy Few. Wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Wir hatten es auf jeden Fall. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und danach geht's weiter mit Ghost of a Tale. Ich schalte mal um. Ich hoffe, dabei stürzt nicht alles ab. Warte mal. Oh,